ADAC hat knapp 19 Millionen Mitglieder. Da sind aber nicht nur Motorrad- und Autofahrer dabei, sondern unter diesen Motorrad- und Autofahrern wiederum ist ein großer Anteil an Oldtimer-Liebhabern. Und wir tragen die Interessen dieser Mitglieder natürlich auch mit und richten derartige Veranstaltungen aus, um hier die Oldtimer-Interessenten bestmöglich zu bedienen. Der Auftakt der drei Großveranstaltungen dieses Jahres, das ist die Motorrad-Moto-Klassik. Wir haben die ADAC Deutschland-Klassik für Autos, und zwar in diesem Jahr im Allgäu. Und dann die ADAC Trentino-Klassik für Autos. Die Mischung zwischen alten Motorrädern, netten Leuten, Gemütlichkeit. Und Trentino hat natürlich wirklich einen besonderen Reiz. Es ist schön warm, die Gegend ist sehr schön. Sehr schöne Fahrzeuge. Die Motorradfahrer sind eine ganz eigene Gruppe, eine eigene Klientel. Und man kommt sehr schnell da rein. Es ist sehr kumpelhaft, geht's zu. Hier beim ADAC, bei dieser Motoclassic mitzufahren, macht einfach immer nur Spaß und ein relaxtes Fahren ohne Stress, einfach wandern mit dem Motorrad, einmalig. Wenn man ein bisschen ein Faible hat für Autos und für Oldtimer, dann sieht man hier im Grunde die ganze Bandbreite, ein rollendes Museum, das hier durch Südbayern bzw. durch das Allgäu unterwegs ist. Jeder Fahrer, jeder Besitzer denkt natürlich, meins ist der schönste Wagen. Also gibt es 130 schönste Wagen. Dickes Kompliment an die ganzen Helfer und Organisatoren. Es war traumhaft. Die Landschaft, die Strecken waren fantastisch. Ich habe noch nie das Allgäu so erlebt, wie ich es jetzt erlebt habe. Wir haben Landschaften gesehen, wir haben die Berge im Hintergrund noch schneebedeckt. So etwas finden Sie eigentlich nur einmal in Deutschland. Hier in der Trentino ist natürlich, die Strecke sind einmalig. Man kann wirklich die ganze Natur kann man erleben, und darum geht es letztendlich. Italiener sagen einfach nur fantastisch, am Straßenrand, wie die lachen, wie die klatschen, wie die schreien, ja. Und dann Forza, 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 ja, gib Gas, gib Gas, gib Gas, Junge, ja. Das ist Herzblut. Jeder ist freundlich, es kommen nur positive Worte. Die 4 Tage gehen so schnell vorbei. Aber dann freut man sich schon wieder aufs nächste Jahr.